Hey Leute, ihr habt euch sicherlich schon oft gefragt, wie ihr einen Ball vom Boden aufheben könnt, ohne eure Hände zu benutzen. In dem Tutorial habe ich drei Flick-Up-Varianten für euch zusammengestellt. Viel Spaß! Tutorial. Der Flick-Up. Schritt 1. Klemm den Ball unter zwischen deine Füße ein. Schritt 2. Winkel dein Knie an und geh in die Hocke. Schritt 3. Nimm viel Schwung und spring mit beiden Beinen gleichzeitig nach vorne oben. Und jetzt kannst du den Ball wieder mit den Händen fangen oder weiter jonglieren. Wichtig bei dem Flick-Up-Trick ist, dass du den Ball zwischen deine Knöcheln eingeklemmt und die Knie angewinkelt hast. Schritt 4. Dreh deinen Oberkörper auf eine Seite und schau von oben seitlich auf den Ball herunter. Schritt 5. Geh wieder in die Hocke und hol Schwung. Die Füße ziehst du jetzt aber nicht vorne nach oben, sondern hinten, aber auch wieder gleichzeitig. Challenge. Klemm den Ball zwischen deine Knöcheln unten wieder ein. Zieh nach oben und versuch mal den Ball direkt mit deinen Oberschenkel bzw. mit deinen Knie zu fangen und lass ihn dann anschließend wieder runter zwischen deine Knöchel fallen. Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Welcher Flick-Up sieht am coolsten aus und welcher Flick-Up ist am einfachsten? Schreib's in die Kommentare, mich würde es interessieren. Euer Patrick.